Das ist Ursula. Sie macht heute einen Ausflug mit der Fähre von Hamburg-Wilhelmsburg Richtung Landungsbrücken. Das Ticket kostet 4,80 Euro. Eigentlich ist das mit ihrer Rente nicht drin. Also ich komme mir vor, dass ich so am Rand an der Peripherie stehe. Als wenn es das Leben, als wenn ich das durch Plexi sehe. Ich gucke dann zu und ich kann nicht mithalten. Das Leben ist vom Geld und vom Rechnen im Grunde genommen bestimmt. Also all die schönen Sachen, die das Leben auch lebenswert machen, die kann ich nicht mitmachen. Die Fahrt mit der Fähre, eine wichtige Auszeit. Ich gucke dann auf das glitzernde Wasser. Und ich habe immer das Gefühl, ich komme ins Leben irgendwie wieder zurück. Ich kann für ein paar Minuten oder für eine Stunde aus meinen Sorgen aussteigen. Dann bin ich selbst und kann das genießen. So wie Ursula geht es vielen Frauen in Deutschland. Die Rente reicht nicht oder nur knapp zum Leben. Noch immer liegt das Rentenniveau von Frauen deutlich unter dem der Männer. Das neben Ursula bin übrigens ich, Simona, Autorin dieses Films. Ich frage mich, wie können Frauen verhindern, im Alter arm zu sein? Für diesen Film besuche ich Frauen unterschiedlicher Generationen. Sie alle spüren jeden Tag, was es bedeuten kann, mit wenig Rente auszukommen. Warum Vorsorgen wichtig ist. Wann sind sie falsch abgebogen? Welche Entscheidung bereuen sie? Und was kann meine Generation von ihnen lernen? Wir gehen zu Ursula nach Hause. Sie möchte nur beim Vornamen genannt werden, so wie auch die anderen Frauen in diesem Film. Das sind meine Jungs, das ist Fienchen, die Grüne, 12,5 und das ist Heini. Ich hatte früher immer so 4, das sind ja Schwarmvögel. Mhm. Aber das geht auch nicht mehr, es geht auch ins Geld. Es ist ja nicht nur Futter und Sand. Aber die machen auch Freude bestimmt, ja, oder? Nicht nur Dreck, sie machen viel Freude, klar. Das ist hier meine Küche. Ja. Und das ist, ich hätte fast gesagt, mein Sorgenkind. Der ist volljährig, 21, meine Kühlkombination. Und ich hoffe, dass er noch etwas läuft und mir lange erhalten bleibt. Ich streichel ihn jeden Tag, dass er auch weiß, er wird gewertschätzt. Und damit er dann hält? Ja, ganz genau. Was wäre denn, er würde jetzt kaputt gehen? Darüber möchte ich im Grunde genommen nicht so wirklich nachdenken, bin ich ganz ehrlich. Bei mir ist im Grunde genommen alles nicht drin. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Bei mir, mein Leben ist bestimmt, was heißt von Geld sorgen. Aber ich bin ewig am Rechnen und es reicht. Also ich werde satt, überhaupt kein Thema, das sieht man auch. Aber ansonsten, das ist von Geld sorgen bestimmt. Weil mal eben eine neue Waschmaschine, eine Kühlkombination, das geht überhaupt nicht. Für die 73-Jährige ist es unvorstellbar, Dinge vorschnell wegzuwerfen. Ein Unterschied zu vielen Jüngeren. Hier ist das ein kleines Löchlein. Ich kann auch nicht die ganzen Socken wegwerfen. Also werden sie gestopft. So durch, so. Ja, also meine Stopfkünste sind nicht sehr schön, aber sie halten. Nach allen Abzügen wie Miete und Strom hat Ursula monatlich knapp 400 Euro zum Leben. Ursula ist gelernte Bankkauffrau. Nach der Ausbildung bleibt sie 20 Jahre wegen der Kinder zu Hause. Ihr Mann will das so. Seit 23 Jahren ist Ursula geschieden. Um ihre Rente aufzubessern, geht sie manchmal bei den Nachbarn putzen. Warum haben Sie gesagt oder gedacht, bei dem Film wirklich mit? Warum machen Sie mit? Ich möchte, dass es anderen Frauen besser geht, dass sie die Fehler, die ich gemacht habe, nicht wiederholen. Ich kann nur jeder Frau raten,
auf eigenen Füßen stehen. Das halte ich für ganz wichtig. Das würde ich für die jungen Frauen wollen und selbstständig sein, sich nicht von einem Mann abhängig machen. Heute würde Ursula vieles anders machen. Doch als sie aufwächst, ist die Rolle der Frau klar bestimmt. Meine Mutter war zwar fürs Arbeiten, aber im Grunde genommen gehörte eine Frau nach Hause. Das war so ihr Weltbild. Die finanzielle Benachteiligung der Frau. Wie ist sie entstanden? Dieser Blick ins Archiv beginnt nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Lage der Frauen, sie ist unterschiedlich in Ost und West. In der DDR sind Frauen Anfang der 50er Jahre bereits ein fester Bestandteil der Arbeitswelt. Im Westen gilt, Frauen sollen zu Hause bleiben, sich um den Haushalt und die Kinder kümmern. Wenn sie doch arbeiten wollen, brauchen sie dafür bis 1977 die Erlaubnis des Mannes. Ein eigenes Bankkonto führen, das ist bis 1958 nicht drin. Auch dem Führerschein muss der Mann bis dahin zustimmen. Das alles ist gesetzlich so festgeschrieben, vor allem von Männern. Konservative Rollenbilder, die teilweise noch aus der NS-Zeit stammen. Heute verdienen Frauen durchschnittlich immer noch 18% weniger als Männer. Diese Lücke im Verdienst, die sogenannte Gender Pay Gap, ist in Deutschland so groß wie fast nirgends in Europa. Auf das ganze Leben gerechnet haben Frauen hier sogar bis zu 45% weniger Einkommen. Das alles sorgt dafür, dass Frauen stärker von Altersarmut betroffen sein können. Und die Altersarmut soll laut Bertelsmann-Studie bis 2036 weiter ansteigen. Bei den alleinstehenden Frauen wird schätzungsweise jede dritte Neurentnerin in Armut leben. Ich bin auf dem Weg nach Berlin, treffe dort Johannes Geier vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Ich möchte von ihm wissen, wieso kann unser System die Menschen, vor allem die Frauen, nicht besser vor der Altersarmut schützen? Also ein konstanter Faktor, warum die Altersarmut zunimmt, sind sicherlich die Rentenreformen, also die Absenkung des Rentenniveaus. Das wirkt einfach konstant negativ auf die Alterseinkünfte. Das muss man kompensieren. Viele Menschen können das nicht kompensieren. Das erhöht das Risiko, im Alter arm zu sein. Ich gehe vermutlich, wenn alles gut geht, sich nicht irgendwas verändern wird, so 2058 in Rente. Muss ich mir Sorgen machen? Wenn Sie jetzt nicht über viel Vermögen verfügen, wenn Sie nicht zufällig reich erben, dann haben Sie eigentlich keine Alternative, als zu versuchen, mit Ihren Mitteln auf dem Arbeitsmarkt ein vernünftiges Einkommen zu erzielen. Ich glaube, über seinen eigenen Renteneintritt und auch die Frage der Einkommenssicherung sollte man sich früh Gedanken machen. Also die Menschen sind in gewisser Weise auf sich gestellt im Alter. Genau das ist das Problem. Frauen verdienen durchschnittlich weniger und können somit auch weniger fürs Alter zur Seite legen. Die Absenkung des Rentenniveaus, die Geier anspricht, trifft Frauen also doppelt so hart. Eine der Säulen unserer Altersvorsorge, die gesetzliche Rente, sinkt seit Jahren. Bis 2030 soll das Rentenniveau auf knapp 44,5% fallen. Deshalb ist neben einer betrieblichen, insbesondere die private Vorsorge für Frauen so wichtig. Das bekommt auch die Frau zu spüren, die ich jetzt besuche. Sie hat immer viel gearbeitet. Es reichte zum Leben, aber nicht, um Rücklagen zu bilden. Das ist Christel. Die 87-Jährige wartet, bis die Haare fertig sind. Die müssen besonders gut sitzen. Christel geht heute zur Tafel. Und jetzt geht's los. Jetzt pass auf. Das Ganze fixieren.
Nach der Haarwäsche kommt immer ein bisschen mehr drauf, damit die Stabilität da ist. Das ist etwas Rouge. Ja, ich finde, das gehört einfach dazu. Ne? Also das gibt auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Ungeschminkt gehe ich nicht auf die Straße. Finde ich, also irgendwie fehlt da was. Und ungeschminkt geht's auch nicht zur Tafel. Ist er? Und ungeschminkt geht's auch nicht zur Tafel. Nein, um Gottes Willen, da kennt mich ja keiner wieder. Christel muss ihre Rente mit Grundsicherung aufstocken. Pro Monat hat sie 200 Euro zum Leben. In Deutschland gilt Christel damit als arm. Eine Bezeichnung, mit der sie nichts anfangen kann. Ich bin nicht arm. Ich bin nicht arm. Ich fühle mich auch nicht arm. Also arm waren wir, nach dem Krieg waren wir arm. Ja, im Grunde genommen bin ich jetzt reich. Ja, guck mal, ich habe eine Wohnung, ich habe da zu essen, ich habe was zum Anziehen. Wo bin ich arm? Wie findest du das denn, dass du laut Gesetz, oder nicht nur du, ne, auch andere Personen, laut Vorgaben, du bist berechtigt, zur Tafel zu gehen, beziehst Grundsicherung. Ja. Offiziell gilt man damit in Deutschland als arm. Wie findest du das? Das finde ich traurig, dass man so eingestuft wird auch. Das ist schade eigentlich. Denn was ich eben schon sagte, man ist ja nicht arm im Sinne von Armut. Es könnte ein bisschen mehr Rente sein. Gerade für diese Generation auch. Wir haben ja, darfst du nicht vergessen, unsere Mütter haben quasi Deutschland wieder aufgebaut. Und wir, gerade meine Generation, wir haben durch unsere Steuern dazu beigetragen, dass Deutschland heute so gut dasteht, wie es dasteht. 1934 wird Christel in der Nähe von Berlin geboren. Sie erlebt Krieg und Flucht. Christel sagt, dadurch hat sie von klein auf gelernt, mit wenig auszukommen. Brauchst du Hilfe, oder? Ach, was? Ach, der ist ja noch leer. Noch ist er leer, ja. Das Wägelchen. Christel nimmt mich mit zur Tafel. Sie kauft dort nicht nur ein, sie hilft auch ehrenamtlich mit. Was liegt an? Wo könnt ihr helfen? Jeder hat sein Revier. Ah, und dein Revier ist jetzt ein bisschen... Nee, Gesicht, mein Revier oder? Ist eigentlich Gemüse. Gemüse, Obst. Obst. Und Gemüse ist ja hier. Aber es ist noch nicht da, ne? Das ist noch nicht da. Wir warten jetzt auf die Lieferung. Ne? Und dann wird ordentlich ausgepackt. Mhm. Und das kommt in alles so, ne? Alles kommt in einen Korb rein. Ja, und dann bleibt das so schön, doppelreich natürlich. Und ist das ein komisches Gefühl für dich, wenn du so sagst, guck mal, für uns ist jetzt hier B-Ware, wir kriegen das? Nö, wieso, das ist doch einwandfrei. Nach der Scheidung ist Christel allein mit den zwei Kindern, arbeitet deshalb in Teilzeit, später dann in Minijobs. Dadurch fehlen Christel sogenannte Rentenpunkte. Sie werden im Laufe des Erwerbslebens gesammelt und entscheiden über die Höhe der späteren Rente. Noch immer arbeiten vor allem Frauen und Mütter in Minijobs. Sie verdienen bis zu 450 Euro im Monat steuerfrei dazu und sammeln kaum Rentenpunkte. Du darfst nachher mal probieren, ne? Mit den Einkäufen der Tafel versucht Christel mehrere Tage auszukommen und immer viel vorzukochen. Würdest du dir gern mal auch so ein Restaurant- oder Cafébesuch leisten können, wollen? Wie ist ja, das? Ein Eis essen gehen wir auch schon mal. Also ganz so ärmlich ist man ja nicht, ne? Also so im Sommer gehen wir auch Eis essen mit der Familie und bezahle ich auch mal für die Kinder. Also macht man einfach. Willst du auch, ne? D-
dann verzichte ich lieber auf was anderes. Aber dann haben wir einen schönen Nachmittag. Warum ist dir das wichtig, dass du deinen Enkel mal einladen kannst oder ihm auch mal was zum Spielen kaufen kannst? Es ist mir wichtig, meinem Enkel etwas zu kaufen oder zu geben. Wenn ich mal nicht mehr bin, dann soll er sich wenigstens noch mit Freuden an die Oma erinnern. Mhm. Ne? An ihre finanzielle Situation hat sich Christel gewöhnt. Sie glaubt aber, dass es mir anders gehen würde. Ich mache mir wirklich Sorgen um die nachfolgenden Generationen. Ihr werdet es schwerer haben, weil ihr euch nicht so zu helfen wisst wie wir. Wir wissen uns besser zu helfen. Man macht aus wenig viel. Das habt ihr verlernt. Oder beziehungsweise das hat man euch nicht beigebracht. Eure Generation hat es wesentlich schwerer als die heutigen Alten, sage ich mal. Ja? Die Senioren heute, die haben es eigentlich noch besser getroffen. Hat Christel recht? Würde mich die Altersarmut viel härter treffen als sie? Fakt ist, das Risiko für Frauen im Alter arm zu sein steigt an. Fakt ist auch, viele von Christels Fähigkeiten habe ich so nicht mehr gelernt. In München bin ich mit einer Kulturwissenschaftlerin verabredet, die sich viel mit dem Thema Altersarmut bei Frauen beschäftigt. Irene Götz. Das, was Christel mir auf den Weg gegeben hat, konnte sie in ihren Studien genauso feststellen. Dass die Generationen, die im oder nach dem Krieg aufgewachsen sind, häufig so bescheiden und kreativ mit der Armut umgehen, für Irene Götz problematisch. Die Gefahr sehe ich darin, dass die Politik sagt, ja, wir müssen ja gar nichts ändern. Da ist keine Revolte. Wir können eigentlich mit kleinen Renten diese ältere Generation abspeisen. Und dass dann auch strukturell verschlafen wird, endlich an der Rente etwas zu verändern. Oder dass ein Bewusstsein auch in der Politik darüber besteht, dass es wirklich Altersarmut gibt. Viele gehen ja noch davon aus, dass in einem reichen Land wie Deutschland Altersarmut ein Randphänomen ist. Dabei geht die Altersarmut in die Mittelschichten hinein. Insofern ist Altersarmut ein ganz breites Phänomen, das auch zunehmen wird. Haben Sie noch Hoffnung, dass sich da irgendwas für die Frauen verändern kann, verbessern kann? Ich denke, dass die Hoffnung ist eine langfristige, dass Frauen selbst etwas dafür tun, früher sich damit auseinandersetzen, dass das Alter nicht mehr voll abgesichert sein wird, dass sie schauen, dass sie gute Ausbildungen haben, dass sie berufstätig bleiben, dass sie in ihrer Partnerschaft gleichberechtigte Familienerziehungsmodelle pflegen. Die Folgekosten werden erst. Gleichberechtigte Erziehungsmodelle. Noch immer keine Selbstverständlichkeit. Dass vor allem Frauen wegen der Kinder zu Hause bleiben, lange gilt das als vollkommen normal. Ab 1958 sind Frauen in Westdeutschland endlich gleichberechtigt. Zumindest auf dem Papier. Die Realität sieht immer noch anders aus. In der DDR sind in den 60ern bereits über 80% der Frauen erwerbstätig. Das macht sich noch heute bemerkbar. 2018 waren die gesetzlichen Renten der Frauen im Osten rund 40% höher. Im Westen darf mit Elisabeth Schwarzhaupt 1961 endlich eine Frau ins Kabinett. Konrad Adenauer ernennt sie zur Gesundheitsministerin. Die Einführung der Anti-Baby-Pille ist vor allem unter Männern umstritten. Ich lehne die Pille für junge Mädchen ab. Junge Mädchen sollten eigentlich erstmal Enthaltsamkeit üben. Sorgt aber für mehr Selbstbestimmung der Frauen. Auf eigenen Füßen stehen, unabhängig sein, das ist der Frau, die ich jetzt besuche, besonders wichtig. Wiebke. Sie ist 31. Seit kurzem ist sie Mutter. Vom Vater ihres Sohnes lebt sie getrennt. Als ich dann wusste, okay, ich bin alleinerziehend,
musste ich da erstmal ein bisschen für mich ordnen, okay, wie fühle ich mich damit? Ich habe am Anfang irgendwie auch selber mit diesem Wort alleinerziehend irgendwie verbunden, dass da irgendwas kaputt gegangen ist, dass das was Trauriges ist und dass man damit vielleicht auch ja, so ein Scheitern verbindet. Alleinerziehend sein, das hat Wiebke nicht geplant. Doch sie sagt, sie will kein Mitleid, sie leide nicht darunter. Aber sie weiß, dass Alleinerziehende häufig weniger Rente haben. Auch Wiebkes Mutter war alleinerziehend. Geld zur Seite legen, an die Rente später denken, dafür war in der Familie selten Platz. Manchmal reichte das Geld kaum fürs Hier und Jetzt. Wiebke sagt, sie bekam von ihrer Mutter ein starkes Frauenbild vorgelebt, dass man alles schaffen kann. Aber auch, dass es wichtig ist, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Wiebke studierte Finanzökonomie, lehrt mittlerweile an der Uni Hamburg. In ihren Kursen häufig nur Männer. Also ich kann mir vorstellen, dass es schon damit anfängt in der Schule, dass viele Mädchen sagen, oh nee, Mathe ist nicht mein Thema. Und sich mit Zahlen auseinanderzusetzen, das ist was, da haben viele, gerade Frauen oder Mädchen, Respekt vor. Weil ihnen das aber auch so beigebracht wird. Weil das auch so beigebracht wird und da wird auch mit kokettiert. Ja, ich bin Mädchen, ich muss Mathe nicht können. Und da fängt es dann natürlich an, dass man irgendwie denkt, okay, puh, Zahlen, kompliziert. Und Frauen sind auch wirklich oft sehr selbstkritisch. Also stellen dann ihre eigenen Fähigkeiten oft in Frage. Und wenn das dann als was wahrgenommen wird, oh, das ist kompliziert, da setze ich mich nicht mit auseinander. Also ist das für dich auch dieses Alleinerziehendsein natürlich auch ein Push? Ja. Aber auch für so ein kleiner erhobener Zeigefinger, dass du immer weißt, hey, ich muss auf mich aufpassen, aber genau, auch auf ihn. Und ja, ich kann absolut mich nicht zurücklehnen. Ne? Genau, also wenn ich jetzt nicht alleinerziehend gewesen wäre, glaube ich, hätte ich das Thema Vorsorge und das Thema Finanzen, obwohl ich mich da mit meinem Job auch in meinem Job mit befasse, hätte ich nicht für so wichtig gehalten. Es ist vielleicht auch dieses Gefühl, eben Verantwortung für einen anderen Menschen zu tragen und auch die alleinige Verantwortung für einen anderen Menschen zu tragen. Ich muss einfach dafür sorgen, dass ich finanziell solide aufgestellt bin. Bist du manchmal auch stolz auf dich, dass du das so gut gewuppt hast und wuppst? Ich freue mich darüber. Also stolz ist irgendwie, vielleicht fühle ich mich auch unwohl mit dem Wort so. Ich merke das gerade, dass ich das schwierig finde, meine Leistung dann irgendwie auch anzuerkennen. Und das ist tatsächlich auch was ich so gemerkt habe, mich mit einem Mann unterhalten, Freund von mir. Und der ich habe dann über Fremdbetreuung gesprochen und da meinte er ja, aber warum kriegst du denn ein Kind, wenn du das sowieso nur an den Nachmittagen siehst beispielsweise? Und ich habe gedacht, hat das irgendjemand mal jemals einen Mann gefragt, warum kriegst du ein Kind, wenn du nur am Wochenende da bist? Oder wenn du sowieso Vollzeit arbeitest? Habe ich noch nie gehört. Ich möchte beides. Also ich möchte mich als Frau und als Wissenschaftlerin nicht aufgeben. Aber ich möchte 100% Mutter sein. Also aus vollem Herzen. Also kannst du sagen, dass du stolz auf dich bist? Ich werde es üben. Nach der Elternzeit wird Wiebke wieder voll arbeiten. Das geht, weil ihr Arbeitgeber eine eigene Kita hat. Wiedersehen mit Ursula. Sie hat einen Termin bei ihrer Psychologin. Ursula sagt, die Gespräche helfen ihr, um mit depressiven Phasen besser klarzukommen. Wie ist eigentlich im Moment so Ihre finanzielle Situation? Was würden Sie sagen? Ja, also ich sitze fast täglich und rechne. Dadurch, dass ich mir jetzt das Knie verletzt habe, grätscht natürlich wieder finanziell was rein. Über 20 Euro, ich habe hier eine Orthese, muss ich zuzahlen. Und das hat dann natürlich reingeknallt. Und
Ja, das finde ich auch bedrückend, das zu hören, ne? Dass sie jeden Tag rechnen müssen, dass sie im Grunde ihre ganzen Sachen, die sie jetzt für ihre Gesundheit brauchen, eigentlich nicht bezahlen können. Nein, okay, das ne? wäre und dass sie hinterherlaufen müssen. Mhm. Und das heißt, sie sind richtig auch beeinträchtigt und eingeschränkt dadurch. Ja, dadurch bin ich, dass ja. Dass sie nicht genug Geld haben, ne? Ja, das ja. ist, also ein kleines bisschen mehr wäre nicht schlecht. Im Grunde genommen läuft ja alles rückwärts, weil es wird alles teurer. Und ich würde auch gerne etwas mehr unternehmen können. Wenn ich jetzt irgendwas Schönes mache, man zehrt davon. Es hört sich immer so doof und abgegriffen an. Ich fühle mich manchmal wie unsichtbar, wie minderwertig. Also dabei habe ich versucht, ordentlich durch mein Leben zu kommen. Und ich versuche mich immer hochzuziehen, aber es klappt nicht immer. Man kann nicht immer nur, es ist einfach so. Was mir auffällt, ist, und das finde ich ganz bezeichnend für Sie, Sie finden immer wieder einen Weg raus. Und ist Ihnen das eigentlich klar? Ich habe immer das Gefühl, vielleicht kommt ja noch mal ein kleines Glück um die Ecke. Im Grunde ein schöner Abschluss jetzt dieser Stunde. Ich finde, Sie verfügen auch über starke innere Kräfte. Auf Neudeutsch nennt man das heute Resilienz. Ah ja. Ne, das ist eine Kraft, die einen sozusagen am Leben hält. Und das ist auch eine Kraft, finde ich, in Ihrer Situation, wenn es Ihnen finanziell schlecht geht, dass Sie immer wieder, ich will nicht sagen einen Weg rausfinden, aber dass Sie immer wieder etwas schaffen können, was Ihnen auch gut tut. In ein paar Tagen erfährt Ursula, wie es mit ihrem Knie weitergeht. Sie hofft, dass nicht noch mehr Zusatzkosten anfallen. Frauen erhalten in Deutschland durchschnittlich 46% weniger Rente als Männer. In keinem anderen europäischen Industrieland ist die Rentenlücke so groß wie hier. Wenn die Ausgaben für Krankheiten im Alter zunehmen, kann es für Frauen deshalb schwerer sein, sie finanziell zu kompensieren. Anfang 2021 hat die Große Koalition die sogenannte Grundrente eingeführt, eine Art Aufstockung. Sie soll Menschen mit einer geringen Rente eigentlich besser stellen. Kritikerinnen und Kritiker sagen, der Plan wird nicht aufgehen. Haargenau stimmt. Also man konnte es wirklich so übersetzen. Jetzt wurde ja die Grundrente eingeführt. Vielleicht können Sie einmal erläutern, warum für Rentnerinnen jetzt nicht auf einmal alles gut ist. Die Grundrente, so wie sie in Deutschland eingeführt wurde, ist eigentlich keine Grundrente. Ja, bei Grundrente denkt man eigentlich an einen vorleistungsunabhängigen Sockelbetrag, den jeder bekommt. Die Grundrente, wie sie in Deutschland eingeführt wurde, ist anders. Die ist konzipiert als Zuschlag zu ihrer Rente, den sie nur bekommen, wenn sie sehr lange eingezahlt haben in das System und in einem bestimmten Bereich verdient haben. Aber der Grundrentenzuschlag rechnet sich dann je nachdem, was sie verdient haben, an ihrem individuellen Rentenanspruch. Und dazu ist es eben ein Zuschlag. Und der fällt im Durchschnitt ja, sehr niedrig aus. Also Grundrente gleich nicht alles gut. Grundrente löst das Problem aus meiner Sicht jedenfalls nicht. Es ist ein kleiner Beitrag, sehr kompliziert ausgeführt, um ein paar Menschen besser zu stellen. Aber ist es vom Volumen her wahrscheinlich viel zu gering und es erwischt auch viele Gruppen einfach überhaupt nicht. Ich glaube, diese Klitschen. Zwar wird zum Beispiel auch Kindererziehung angerechnet, viele Frauen haben dennoch Probleme, auf die mindestens 33 relevanten Grundrentenjahre zu kommen. Die finanzielle Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, auch mit der Grundrente kaum lösbar. Anfang der 70er gehen in Westdeutschland viele Frauen auf die Straße. Sie fordern mehr Rechte, mehr Mitbestimmung. Mit nicht mal 6% sind sie damals im Parlament vertreten. Eine von ihnen wird 1972 immerhin die erste weibliche Bundestagspräsidentin, Annemarie Renger. Zwar sollen Frauen seit den 80ern laut Gesetz für die gleiche Arbeit das gleiche Gehalt bekommen, doch die Realität sieht bis heute anders aus. In den 80ern scheitert auch der Versuch, dass Vergewaltigung in der Ehe strafbar wird. Ich möchte Sie, Kollege Kleinert, fragen, ob Sie dafür sind, dass die Vergewaltigung in der Ehe auch in das Strafgesetzbuch kommt? Nein! Die strukturelle Benachteiligung der Frauen, sie zieht sich durch viele Lebensbereiche. Erst 1997 wird Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Wenn du da hatte, dann musste ich immer die vorlesen. Ich treffe Helma Sick, Finanzberaterin für Frauen in München. Und die waren dabei vier. Ja.
Helma Sick ist 80 Jahre alt. Es ist die finanzielle Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, die sie noch immer antreibt. Und die Ungerechtigkeit, die sie selbst erfahren hat. Über die Zeit und mehr habe ich eben nicht. Ich habe in meiner ganzen Tätigkeit bis auf wenige Fotos bei. Ich bin extrem schlecht behandelt worden von meiner Mutter, weil ich ein Mädchen war. Die ständige Rede war, du bist nichts, du kannst nichts, was soll aus dir bloß werden? Also du wirst wahrscheinlich gar keinen Mann kriegen. Das ist ja alles nicht eingetroffen, aber das hat mich beflügelt ein Leben lang. Ich habe immer gedacht, euch zeige ich es, dir werde ich es zeigen. Aus mir wird was. Später heiratet Helma Sick. Doch auch in ihrer Ehe erfährt sie Ungerechtigkeiten. Sie lässt sich scheiden, arbeitet in einem Frauenhaus. Dort erlebt sie, wie wichtig es für Frauen ist, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Nur so können sie wirklich unabhängig sein. Und ich habe oft das Gefühl, das stimmt nicht. Das ist nicht okay. Was machen Frauen wie ich heutzutage immer noch falsch? Ich wünsche mir so sehr, dass die Frauen ihren Verstand einschalten und nicht einfach immer alles machen, was immer gemacht wurde, sondern zum Beispiel sagen zu dem Mann, okay, du verdienst super, ich nicht so gut, ich bleib zu Hause. Aber ich gehe jetzt mal zur deutschen Rentenversicherung, lass mir ausrechnen, was das, wenn ich das 5 Jahre mache, mit meiner Rente macht. Lässt sich ausrechnen, geht dahin, legt es ihm vor und sagt, du, möchte ich nicht riskieren, ehrlich gesagt. Du bist ja in deinem Beruf, du verdienst eigenes Geld, dann möchte ich, dass du mir das ausgleichst. Das wäre auf Augenhöhe. Das wäre vernünftig und gescheit, ja. Also kann man ja auch sagen, dass Frauen, wenn sie es wissen, manchmal auch selber schuld dran sind. Ja, also ich von Schuld will ich nicht sprechen. Mich erstaunt halt immer, wie lange sich traditionelle Verhaltensmuster in den Köpfen halten. Und da, finde ich, ist der Staat gefragt. Also da muss der Staat auch was bringen, selbstverständlich. Wenn er so janusköpfig ist, ja, auf der einen Seite möchte, dass die Frauen arbeiten, auf der anderen Seite das Zuhausebleiben belohnt durch das Ehegattensplitting, dann ist das Hirn verbrannt. Entschuldigung, da gibt es überhaupt keine Entschuldigung. Dieses Ehegattensplitting ist ein Relikt aus den 50er Jahren, das gehört schon längst abgeschafft. Das Ehegattensplitting. Viele fordern die Abschaffung. Steuerliche Vorteile ergeben sich vor allem dann, wenn einer der PartnerInnen deutlich weniger oder gar nichts verdient. Oft ist das die Frau. Ein Beispiel. Beim Ehegattensplitting werden die Jahresgehälter eines verheirateten Paares zusammengerechnet. Wenn das Paar beispielsweise auf 60.000 Euro kommt, dann wird der Steuersatz zunächst für die Hälfte der Summe ermittelt, für 30.000. Dieser Steuersatz wird dann verdoppelt. Das ist günstiger, als getrennt zu versteuern, so wie in diesem Beispiel auf den geringeren Betrag von 15.000 und einmal auf den höheren Betrag von 45.000. Das Ehegattensplitting belohnt also, wenn eine Person deutlich weniger oder gar nichts verdient. KritikerInnen sagen, das Gesetz schmälert deshalb den Anreiz für Frauen, mehr oder überhaupt zu arbeiten. Ich fahre nach Kiel. Treffe dort eine Frau, die dachte, genau auf solche Dinge geachtet zu haben, fürs Alter eigentlich gut aufgestellt zu sein. Gesa, die 64-jährige Musikdozentin in Kiel. Nächstes Jahr soll sie eigentlich in Rente gehen. Kürzlich kam der finale Bescheid. 1.380 Euro brutto. Gesa sagt, das wird nicht ausreichen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich jemals bei einem Film mitmache, wo es um Altersarmut bei Frauen geht. Weil ich hatte immer gedacht, ich habe das alles total gut im Griff. Ich habe Abitur gemacht, ich habe ein Studium abgeschlossen und ich dachte, wenn ich jetzt 30, 40 Jahre immer in die Rente einzahle, dann bin ich da ganz auf der sicheren Seite, dass ich alleine gut davon im Alter leben kann.
super, ne? Gesa war alleinerziehend, trat beruflich zurück. Danach kämpft sie lange, um wieder Vollzeit arbeiten zu können. Vor einigen Jahren muss sie ihre Eltern pflegen, erkrankt selbst an Brustkrebs. Sie ist wieder gesund, schaut aber auf viele Unterbrechungen ihrer Erwerbstätigkeit zurück. Für ihren Sohn und sich schafft sie in der damaligen Zeit einen wichtigen Rückzugsort. Ihr Haus. Doch mit der bevorstehenden Rente wird sie das vermutlich nicht weiter abbezahlen können. Also das ist schon für meinen Sohn, für mich meine Heimat. Also ich liebe meinen Garten, ich liebe dieses Haus. Und ich wollte immer ein Stück haben, wo ich halt hingehöre. Also es wäre für mich jetzt unvorstellbar, dass ich mich von dem Haus trennen müsste und von dem Garten trennen müsste. Ich war immer so verwundert, dass meine Eltern das so tragen, weil dann kostet ja auch Geld. Gesa sagt, sie hat immer viel, vor allem aber gerne gearbeitet. Und wie ist das, wenn du, also, ja, du bist ja schon wieder da. Seit Jahrzehnten steht sie nicht nur selbst auf der Bühne. Sie bemüht sich auch immer wieder um große Auftritte ihrer Musikschülerinnen und Musikschüler. Und jetzt? Einfach in Rente gehen. Für Gesa nicht möglich. Du bist jetzt 64, hast dein Leben lang gearbeitet, hast einige Ausbildungen und andere Kämpfe hinter dir. Wie fühlt sich das an, jetzt so ein Jahr vor eigentlichem Rentenbeginn, diese Sorgen zu haben? Also für mich ist es einfach ganz schwierig, das jetzt so eben hinzunehmen, dass ich so viel liebe, diese wirklich fast 40 Jahre in diesem Beruf und in diese Kinder und in die Schule gesteckt habe, dass ich denke, jetzt habe ich trotzdem keine Ruhe. Ich muss noch weiter überlegen, wie ich zurechtkomme. Das tut einfach weh. Man hat so schon jetzt diese Jahre ja gekämpft als alleinerziehende Mutter. Und jetzt gehen die Sorgen einfach noch weiter. Unterstützung von anderen annehmen. Das kann sich Gesa nicht vorstellen. Sie sagt, so wurde sie nicht erzogen. Sie kämpft um eine Verlängerung ihres Arbeitsvertrags, will Zeit gewinnen, noch ein bisschen länger Geld verdienen. Um irgendwie ihr Zuhause zu retten. Ich habe schon das Bedürfnis, das natürlich auf jeden Fall selber alles finanziell weiter zu schaffen. Also ich möchte mich davon auch nicht runterkriegen lassen. Ich denke, das Leben ist so schön und es gibt, ich möchte nicht, dass es mich so runterzieht. Das würde mich noch mehr traurig machen. Rückblickend würde sie als alleinerziehende Mutter nicht mehr in Teilzeit gehen und sich nicht darauf verlassen, dass die Vollzeitstelle irgendwann wiederkommt. Unsere Arbeitsbedingungen sind sehr schwierig. Und ich wünsche einfach allen Frauen, die auch in so einer Lage sind und alleinerziehend sind, dass man auf diese persönlichen Situationen mehr eingeht. Aktuell gibt es über 2,5 Millionen Alleinerziehende in Deutschland. Fast 85% von ihnen sind Frauen. Und viele arbeiten in Teilzeit. Oft, weil es die Arbeitsbedingungen nicht anders zulassen. Sowohl Präsident Steinmeier als auch Rednerinnen im Parlament kritisierten, Frauen seien in vielen Bereichen immer noch nicht gleichgestellt. Das gelte auch für den Bundestag. Über 100 Jahre nach Einführung des deutschen Frauenwahlrechts ist noch viel zu tun. Darüber kann auch keine Frau an der Spitze hinwegtäuschen. Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer oder so, sagt man, glaube ich. Und insofern kann man also aus der Tatsache, dass es mich gibt, da darf kein Alibi draus werden. Denn Frauen haben auf dem deutschen Arbeitsmarkt immer noch nicht dieselben Chancen wie Männer und deshalb auch nicht die gleichen Möglichkeiten, für ihr Alter vorzusorgen. Eigenen Nachwuchs oder
Gender Pay Gap, Gender Pension Gap. Ich finde, man gewöhnt sich schon an so gewisse Begrifflichkeiten. Und Sie haben vorhin zu Beginn unseres Gesprächs schon angesprochen, was sich auf dem Arbeitsmarkt vielleicht auch für Frauen verändern müsste oder dass sich was verändern müsste. Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen, was da im konkreten Falle, ob Kinder oder nicht Kinder, sich noch verändern muss. Ja, also ich glaube, auf dem Arbeitsmarkt sehen wir eine sehr starke Segregation, also eine Aufteilung nach bestimmten Berufsgruppen oder Sektoren, die männertypisch sind oder frauentypisch. Und bei den Frauen haben wir häufiger dann eine unterdurchschnittliche oder schlechte Bezahlung, ja, zum Beispiel im Handel, ja, oder auch in der Pflegebranche. Und das heißt, sie müssen sozusagen an die Gründe ran, warum Menschen jetzt ausgerechnet, warum in dem Sektor schlechte Löhne gezahlt werden und warum der Erwerbsumfang so gering ist. Ja, und da werden ja ganz viele Maßnahmen schon seit wirklich einigen Jahren jetzt ziemlich aktiv durchgeführt. Und das reicht anscheinend immer noch nicht, um die Lücke zu schließen. Und das sind Maßnahmen wie beispielsweise der Ausbau der Kinderbetreuungsinfrastruktur. Das ist ein ganz wichtiger Teil, um dort sozusagen mehr Frauen zu ermöglichen, wenigstens diese Entscheidung treffen zu können, gehe ich vielleicht doch etwas länger arbeiten. Ja? Ich treffe Ursula wieder. Ihrem Knie geht es besser. Heute steht ihr Gymnastikkurs an. Ihr wisst meine Lieblingsmusik? Was denn jetzt? Schön lockern und... Der Kurs ist hier für alle kostenlos. Unabhängig von der Höhe der Rente. Und für Ursula eine Möglichkeit, andere Frauen zu treffen und fit zu bleiben. Wechsel. Und hoch bitte. Hoch. 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 Merkt ihr ein bisschen was im Bauch? Und nochmal. Wusch. Schönes Doppelkinn machen. Bei dieser Figur. Komplett Figur. Komplett sicher. Nehmen Sie mal kurz Ihre Hand hierher. Hervorragend, danke. Für diesen Film habe ich Frauen unterschiedlicher Generationen getroffen. Ich habe erfahren, wie anstrengend es sein kann, mit wenig Geld im Alter leben zu müssen. Wie es sich anfühlt, wenn man das ganze Leben lang gearbeitet hat und es am Ende trotzdem nicht reicht. Ich habe aber auch gelernt, welche Fehler ich vermeiden sollte und was Frauen unternehmen können, solange die Politik noch hinterherhinkt. Und? Dass wir Frauen untereinander noch offener über Geld sprechen müssen. Es ist natürlich nicht so ganz leicht, über Geldsorgen zu sprechen. Aber wenn ich ein, zwei Frauen da helfen kann, dann wäre ich schon ganz froh. Dann hätte sich das alles gelohnt. Das wäre mein Wunsch, anderen Frauen noch zu helfen.